Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser Partie Dota 2 mit Drow Ranger in der Mitte. Kann man machen, ne? Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wird schon funktionieren. Wir haben Morphling Hardcarry irgendwie und ansonsten ein relativ aktives Lineup mit Magnus Ogre vorne in der Frontline, auch ein Nightstalker, der mir hoffentlich so ein bisschen den Rücken frei hält, weil natürlich können mir die Gegner gefährlich werden, wenn ich da erwischt werde, bin ich relativ schnell tot. Spätestens wenn der WK Dagger hat und der Sand King und so. Aber auch davor mit Shackle und weiterem. Wir gehen direkt mal Falcon Blade. Als erstes habe ich mir so überlegt, wahrscheinlich Magic Wand und Boots, so der grobe Plan. Ansonsten, morgen gibt es bereits einen geilen Dota-Livestream. Ich hoffe, das freut euch. Also falls ihr es jetzt recht früh guckt, ne, am Sonntag, wo es rauskommt, dann Montag 16 Uhr, gibt es einen Dota-Livestream. Die PC geht nämlich endlich los in Westeuropa mit unglaublichen Top-Spielen, den nehmen wir mit. OG gegen Tundra, also OG gegen den Weltmeister. Ist das unser First Blood? Ja. Und direkt danach gucke ich noch Secret gegen Liquid, weil ja Nisha gewechselt ist. Es ist sehr... Schade. Hätte ich Frost ausgesillt, hätte ich sie, glaube ich, auch nicht gekillt, da ich bin sehr langsam. Wir sind kurz von T4s, T3s. Aber ich habe einen Tipp dafür bekommen. Ist doch schön. Und ey, der Guest, dass sie da lang lief, ne, ist ja eine Maiden. Die läuft nicht so schnell, ähnlich wie ich. Die Bounty geht nicht an uns. Also kriegen wir nur eine leider. Ist nicht so geil. Ich müsste noch einmal Tangos kaufen, auf jeden Fall. Ja, Secret Liquid ist halt deshalb geil, weil Nisha Teams gewechselt hat. Ach, scheiße, ich hatte auf Sand King oder so gehofft in der Mitte. Windranger stelle ich mir wie ein Matchup vor, was ich nicht gewinne. Immer in diesem Powershot ausgewichen. Hey. My sentiments as well. Oh. So be it. Sie hat hier gerade den High Ground, aber das wird zurückpushen demnächst. Deshalb passt es schon. Kann sie ruhig da halten. Tor habe ich jetzt eh nicht die Ultraschossen. Vielleicht misse ich ja nicht. Ah, sowieso schwer gewesen, wenn sie so nah steht. Creeps sind sehr blöd gelaufen. Krass, dass er den aufgegeben hat und sich dafür den Range Creep denyen lässt. Ich glaube, jetzt ist er dafür sauer. Kann ich mir gut vorstellen. Endlich Frost Arrows. Ha, gemisst. Ich glaube, er hat sie eh nicht bekommen. Sie erwischt zwar immer mich, aber ich habe ja echt viele Range Creeps denied. Wie hat sie es jetzt gemacht, da keine Aggro zu ziehen? Keine Ahnung. Ist Level 3 leider. Okay, machen wir mal so. Ich hatte leider dieses blöde Set, wo man nicht so richtig sieht, wo der Powershot hingeht. Hat es bestimmt mit Absicht gemacht. Nice, das war gut. Er ist sehr spät gesetzt. Wenn sie einen hat, kann es sein, dass er ihn dewardet. Ah, wir schauen einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich Magic Wand überhaupt gehe. Ich glaube, ich benutze die Branches einfach für meine Tangos. Gehe Falconblade. Er hat Windrun auf 2, ne? Was nicht doof ist gegen eine Duo. Ich glaube, es war ein Level 1 Powershot. That was my thought. Nehmen wir mit. Arrow, fly. Sie kriegt eine, ich krieg eine. Good enough. Ah, scheiße, hat sie gut gemacht. Aber aufpassen, dass sie nicht geschickelt wird. Oh. Ich wusste ja, dass das Lineup super hart wird. Also ich sollte wahrscheinlich sogar zufrieden sein, so wie es hier gerade aktuell läuft. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Hätte ich Frost Arrow machen sollen. So, Falcon Blade. Bisschen Sustain übrig. Wenn die 6 ist, killt die mich, glaube einfach, Leute. Silent.
mit Focus Fire. Rennt auf mich zu. Ich habe ja kein Play dagegen. My sentiments as well. Aber ich habe hier echt viele Range Creeps den Night, dafür, dass ich eine Draw bin. Ich glaube, so ein richtig guter Spieler, gerade ein guter Mitspieler, ne? Der würde wahrscheinlich da nochmal mehr rausholen und es noch aggressiver spielen, auch wenn das Matchup schlecht ist. Endlich. Okay. Das war's mit meinem Sustain. Jetzt gehen wir mal Gast. Vielleicht rettet es mir mal das Leben. Ich sollte Raindrops kaufen. Aber ich brauche auch Boots insofern. Dadurch, dass sie mich mit Power Shots jetzt in den, die Lane drückt, also in den Tower drückt, muss ich akzeptieren, dass sie beide Runes kriegt. Da kann ich, denke ich, nicht viel machen. Mann, Alter! So. Danke dafür. Ah, fast. Wohl laufen sollen. Aber wenn der Ogre kommt, gehe ich auch noch hin. Oh. Hätte er mir den mal gelassen. Ja, Topper war wohl verloren. Es war eine geile Rotation vom Ogre, aber hätte er mir lassen sollen, den Kill. Ich push mal jetzt hier, damit Event Ranger sich beeilen muss, herzukommen. Oh, die Missklicks, Alter. Okay, schnell raus. Region? Na. Onward. Obwohl, den nicht. Wenn man Falcon bleibt. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Mit dem Kill wäre mehr gegangen. Aber jetzt ist natürlich, ich habe so viel Farm verpisst. Das Equilibrium ist komplett im Arsch. Die Windranger killt mich einfach mit 6 nach der Rotation. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Lane ist durch. Ich muss jungeln. Sieht vielleicht ein bisschen falsch aus, gerade weil wir ja noch sie getötet haben mit Ogre. Aber ich muss meine Grenzen kennen. Ich bin hier einfach zu sehr outdrafted. Wenn ich da hingehe, die erwischt mich einmal nur minimal off position, bin ich down. I'll take that. Your fate is sealed. Ja, vielleicht jetzt. If she dies, maybe we have TP. To battle. Your bottom tower is under attack. Bisschen was bekommen. Windranger coming top, guys. Careful top. My bow is drawn. Der läuft genau in ihre Arme. Attack. Okay, ist zurück. Mm. Ah, Multishot. Frost Arrows. Good enough. Ich fühle irgendwie eher die Frost Arrows. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, er sieht mich. That was enough. Ich muss halt immer, ist so anstrengend. Ich muss so laufen, dass sie mich nicht shackeln kann. Über den Range Creep. Ja. Ah, ich hab den immerhin bekommen. Your top tower is under attack. Very well. So be it. Und wenn der Slow, falls die Main mich jetzt gankt, dann ist das, glaube ich, nicht so effizient. Ich bin echt konzentriert. Ist irgendwie voll schwer, ich weiß auch nicht. Nicht gerade, wo ich warte, weil ich hier gerade gewartet wurde. Aber sehr nett von Magnus. Ah, jetzt bin ich aufgepasst. Na gut.
Wir nehmen es, wir haben die meisten Last Hits bekommen. Wenn ich jetzt hier weitergehe, kann es sein, dass sie mich killen. Mit einem Shackle. Ah, okay. Sie ist immer noch recht low. Ich bleib mal so, wenn der Magnus sie irgendwie gut erwischt oder so. Ich glaube, so langsam, wenn ich jetzt die Treads habe, kann ich einen Tick aggressiver werden. Magnus noch auf der Jagd, Windranger miss. Ey, geil. Ich hab's hingekriegt, nicht zu sterben. Ja, wir sind glücklich. Death comes silently. Und die Top, die Botlane läuft gut, der Morphling hat Farm. My sentiments as well. Ja, scheiße, ich bin tot. Oh, gut, das Q. Mal ein bisschen Schaden machen. Was soll auch passieren, wenn ich einmal sage, ich will aggressiv. Ich hätte sogar die Rainbows noch reinziehen sollen. Die waren halt alle da. Ich dive auch mit einer Draw hinter einem Tier 1, nachdem ich irgendwie 10 Minuten geduldig bin. Totaler Quark. Mei, das ist die gegangen. Deshalb ist die auch nicht so stark, wie ich dachte. Ich glaube, die hätte aggressiver spielen sollen. Ja, aber ich meine, Mei, das kann sich natürlich über on the long run auch auszahlen. Spielen wir normal weiter und lassen das. Vielleicht habe ich auch ein bisschen baiten lassen. Die Enigma sah eben sehr, sehr lecker aus, aber es ist halt eigentlich totaler Quatsch. I'm coming mit. Immer Gast zuerst oder zumindest sein Skewer und hoffen, dass sie nicht schnell reagiert, aber eigentlich immer Gast. Yes. Ja, ich überlege gerade, ob ich die mit Splitshot mache jetzt, die Creeps, und dann immer noch den Wald zeitgleich farme. Könnte man schon machen, glaube ich, mittlerweile. So, was kaufe ich überhaupt? Habe gar nicht nachgedacht. Ich denke, Dragonlance macht Sinn. Als erstes. Wir haben halt voll viel Space auf den Lanes, ne? Die reagieren, wenn ich mal angreife. Ansonsten, ich glaube, dass so ein langsames Spiel für uns gar nicht so schlecht ist. Triangle könnte ich auch farmen. Aber ich will den Tower nicht verlieren in der Mitte. Ich muss halt immer pünktlich da sein. Kriegt der Ogre, oder? Ah, ne. Hat er nicht bekommen. Schade. Aber wir gehen nicht mal. Das. Ich glaube, wir haben sowieso im Late Game ganz okay Karten. Ja, Schiss erkennen. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ah, ich bin dumm. Aber das dann mal gut. Kann man hier so skillen? Bewegungs. Ja, Schaden. Holen wir uns noch ein Neutral. Oh, gibt keins mehr. Oh. Ah, wir haben Dragonlance. Wir haben nur den Sand King bekommen, nicht den Tower. Ich push jetzt mal nicht. Die stehen. Ah, ne, die stehen da nicht mehr. Ah, ich hätte pushen sollen. Ja, ja. Zu langsam gewesen.
Chill. Na, ich wusste. Aber ist okay, ist eine gute Welt. Oh, ein Tower. Fast hätte ich sie gefoppt, aber der Magnus hat gefällt. Da sind zu viele auf dem High Ground. Ich gehe nicht hinterher. Der Ohr kann es von mir aus probieren. Ich werde da nicht hinterher gehen. Um den WK mache ich mir eh Sorgen. Das ist ziemlich krass. Glaube ich. Der hat jetzt Armlet. Nutzen wir das hier mal, um ein wenig Farm zusammenzusammeln. Das Beste draus machen hier. Gut so gestellt, dass er klappt. Nice, nice. Ah, Mitte verteidigen. We can try to defend mid, guys. Onward. Into the fray. Oh mein, genau. Your middle tower has been denied. Schloss hoch. Very well. Dann gleich überlegen, was ich kaufe. Arrow, find your target. Forward. Ich trau mich gerade nicht ins Triangle irgendwie. Ich sehe niemanden auf der Map. Was kaufe ich, Leute? Ein Yasha. Ich glaube, ein Yasha. Und dann WKB einfach. Vielleicht noch Manta davor. Lass den roh, du Schwein. Das war dumm, das TP. Volle Verschwendung gewesen. Okay, Mitte sind beide Tower down. Das lief sogar noch besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Wenn die natürlich sich mit der Mai das jetzt gut hochfarmt. Schön daran, dass alle Pfeile treffen. Oh, lieb, dass die gesteckt haben. Ich fahr kurz Mitte. Der Respawn wäre eigentlich ganz gutes Timing gewesen, aber Mitte ist auch nice. Endlich Ulti 2. I don't have TP, guys, sorry. Can't join. Nightstalker ist eh nicht da. Ah, doch, er kommt, okay. Weil Nightstalker ist halt der, der auf jeden Fall joinen muss. Vielleicht wird's was fehl. Müssen nur auf die Enigma aufpassen. Sieht gut aus. Gehen wir noch hin. Ich glaube, ich komme zu spät, aber wer weiß. Ja, der Morph macht sie. Nice, ey. Ah, da sind sie auch sehr tief rein, die Gegner. Das war einfach zu greedy von ihnen. Ich drehe schon mal um. Ich bin eine kleine, unmobile Duo. Und ich gehe jetzt einfach straight BKB. Zu klassisches Plus-1-Zeug. Oder, beziehungsweise in dem Fall bin ich ja die Mitte, aber halt als Drone. Ich wollte ja auch original nicht Mitte. Und wenn die da unten so gewinnen, dann ist es tatsächlich richtig nice, wenn man nicht dabei ist. Hätten sie jetzt nicht so gewonnen, hätte ich mich ziemlich geärgert, weil ich dann wahrscheinlich so ein bisschen die Waage hätte kippen können. Aber Rampage so früh für den Morphling ist natürlich sehr nice. Die eine Wave traue ich mich, glaube ich, noch. In einem von neuen Fällen geht es schief, die zu farmen. Also ich gehe jetzt einfach BKB, weil die haben relativ viel, abgesehen von der Enigma, wogegen ich BKB benutzen muss. Und nur Pike, ich weiß nicht, ob mich das rettet, wenn ich da einmal im derselbe gefangen bin. Ah, ich hätte es decken können. Scheiße. Durch das Falkenblade brauche ich echt kaum Clarities. Das ist total angenehm. Und das nehmen wir. Regan's Blade ist ziemlich nice. Ja, Morph hat Manta. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich werde nach der BKB trotzdem Pike gehen und danach erst Manta beenden. Ich bin halbwegs noch on point mit dem Farmen.
Aber ist auch klar, ich war Mitte und so. Ich habe logischerweise auch einen relativ feinen Level. Hohen Level. Das Denglisch ist furchtbar. Und endlich mal ein halbwegs spannendes Spiel. Endlich mal kein Stomp oder so. Ich habe wirklich unfassbar viel gespielt. Und alles war nach 30 Minuten in eine Richtung vorbei. Aber ja, sieht auf jeden Fall gut aus mit dem Morphling jetzt. Der scheint ja auch einfach ein krasser Spieler zu sein. Ich tippe hier nicht. Ich laufe einfach mit meinem Ogre zusammen. Gamla. Der hat mir den Last Hit am Anfang geklaut. Aber die Rotation selber war geil. Von ihm. Und wichtig. Wäre ich da eine Millisekunde früher gekommen, aber wäre trotzdem noch sehr, sehr nice. Keine Verluste. Ich meine, das Black Hole, fandet ihr das so schlecht? Der Ogre macht sich richtig drüber lustig. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Thank you. Gerade schon die Inventare gecheckt, ob irgendjemand was für mich hat. Good enough. Oh, ich hab sie nicht getroffen. No Black Hole. Bisschen tricky da. I'm out. Zu tief. Morph ist nicht dabei, der hat schön Free Farm. Can I take it or you want it? Okay. Thank you. Das ist so lieb von ihm, ne? Hätte er auch nehmen können, aber ist natürlich super geil für mich. Gast deckt unsichtbare Einheiten aus, gut für Sand King, aber ich nehme natürlich trotzdem die Abklingzeit vom Multishot. Da kommen sie alle, hinter dem Nightstalker. Ich hätte Gast, deshalb stelle ich mich hier so hin. Gast ist wirklich ein unglaublich starker Spell. Ich glaube, ich unterschätze den auch ein bisschen. Ich war hier auch in dem Spiel sehr froh, dass ich ihn früh geskillt habe. Team ist der Männer, das ist spät nachts. Ich spiele schon den ganzen Tag. Irgendwie zwei nachts oder so. Jetzt habe ich BKB. So langsam komme ich online. Ja, der Morph hat vielleicht ein bisschen mehr als ich. Seine FSTs 10-0. 7-0. 7-0. 15-9 jetzt aktuell. Ja, zwei Gegner sind auch noch Level 14. Midas Windranger und der WK, der bis jetzt auf seine jüngsten Tode eigentlich ein gutes Spiel hatte. Und Blink on WR ist tatsächlich sehr gefährlich für mich. Immerhin habe ich jetzt BKB. Ich will mal Thread swappen, ist mir schon mehrfach passiert, aber ich glaube, es macht keinen Sinn wegen Multishot hier. Deshalb mache ich es nicht. Er hat keinen Blink. Windranger has no Blink. Oh, I misread you. Manta will ich als nächstes. Shard ist auch sehr gut, vielleicht sollten wir überlegen wir noch. Ich glaube, ich kaufe erst Shard vor dem Manta. Natürlich nice, noch aus dem Smoke raus. Oh Gott, die ist so tot. Enigma hat halt noch keinen Dagger, sonst könnten wir das so nicht machen. Könnte ich fast eine Clarity gebrauchen. Ich müsste Enigma nochmal sehen. Ich habe irgendwie Angst, dass es jetzt doch gleich hat. Die Windranger da verfolgt. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt. Oder irgendwie so ging das. Hat uns von Wahrheit und Kultur berichtet. Das war, glaube ich, so komplett falsch, aber...
Ja, mit Windranger. Es war ein langer Run, den sie da hatte. Ich war ganz froh fast, dass wir die alle verfolgt haben, weil ich schon das riesige Black Hole kommen sehen habe. Nächster Tower, Eva und ich. Ein Geistefeind. Enigma ist der Gehörkäfer. Bisschen verteilen. Oh, endlich Shard. Shard ist so stark auf Draw. Gehen wir mal in Richtung WK. Das ist ein Illus. Schade. Da geht's voll ab. Ah, die ist tot. Das ist nur eine Maiden, die werden sie nicht beschützen. Ja. Wir das mal da. Ich werde eher hier verteidigen. Wird langsam doch wieder sehr stompy. Boah, ist das stark. Oh, ich war zu langsam. Ich wollte es mit BKB dodgen. Ich habe den Zen King kurz kommen sehen. Zu langsam. Und er konnte es nicht abbrechen. Das war also die erste BKB. Aber hey, alles für den Tier 1 Deny, Leute. Ich bereue es nicht oder so. Nee, nee. Ich werde eh gleich Base gehen. Ich gebe mein Mana jetzt aus. Agreed. Bisschen schade, dass ich keinen aktiveren Helden habe. Ich hätte vielleicht nicht Ember oder so picken sollen. Hätte ich gewusst, dass das Spiel so läuft. Ich dachte, es wird eher so, und wir halten ganz lang durch im Midgame gegen die und irgendwann im Late kommen wir zurück oder so. Eieiei, ey. Die hat auch noch keine BKB, die arme Windranger, trotz der Midas. Hat sie fast die BKB. In 10 Sekunden könnte ich TPen und mitmachen. Oh, das ist halt ziemlich stark. Oh, ich wollte in die Mitte tippen. Was war das? War mein Monster gar nicht da? Oh, ist ja gemein. Scheiße. Na, dann push ich ihn raus. Das war eh mein Plan vor dem Kampf hier. Triple Kill, hoffen wir, dass er nicht stirbt. Hoffen wir mal, dass er nicht stirbt. Sieht okay aus. Ja, ja, der hat ihn. Was für ein Dude. Oh no, die Wave ist versaut. Aber okay, er wollte wahrscheinlich auch nicht High Ground gehen, ne? Maiden hat schon wieder gelebt. Hauptsache er überlebt. Der ist natürlich ultra viel wert. Der Kollege. Danke, Eva. Schaut doch an Eva, Leute. Oder Ivor. Oh, ich wollte da nicht lang. Man kann die machen, aber dann hast du die an der Backe. Und ich habe kein TP mit der BKW zusammen. Ich sollte fast hier nicht stehen. Was geht? Nein! Na, nehmen wir das mal. Yes. Mit der Ausweichchance und so. Könnte den WK ziemlich ärgern. Vielleicht kommt noch Hilfe für ihn. Naja. Mein TP fliegt gerade erst. Die anderen holen den Top Tower. Mit Draw darf man einfach nicht den Fehler machen, da dann helfen zu wollen alleine. Ich spiele nur mit, wenn ich eine Gelegenheit habe mit dem Team. Mine was flying and I don't want to join you alone, sorry. My sentiments as well. Enemies top tower. Onward. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Ich dachte irgendwie, da kommt noch was auf den WK. Klar, der hat wahrscheinlich eine Ulti, aber trotzdem. Titan Silver ist super auf Morph. Obwohl es keine Stats gibt, aber ist schon gut. Ah, verscheint. Das war noch voll lang, die BKW.
Oh. Und Manta nicht schnell genug gemacht. Wir sind alle dead. Fuck. Scheiße. Es war mit Absicht, weil ne, ich musste mal verhindern, dass jedes Spiel ein Stomp ist. Deshalb, was? War ja ganz klar. Hätte ich da Manta gemacht, wäre ich trotzdem gestorben übrigens. Da haben sie nur drauf gewartet, die hatten da Vision. Ich stand schlecht, wir standen alle schlecht. Und ich hatte auch gedacht, die Wind Ranger Beak habe ich schon ewig benutzt gehabt. Aber ich glaube, die hatte sie gerade geklickt. Ich hätte sie davor nochmal anklicken sollen. Hm. War mir irgendwie so sicher. Okay. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall Pike. Als nächstes. Oder? Ja, doch. Wir gehen Pike als nächstes. Scheiße. Der Morphling ist auch sofort verreckt. Und das haben sie halt. Ne? Sie haben unfassbar kranken AOE-Teamfight-Damage. Ich habe mich so ein bisschen einnullen lassen von dem Spiel, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, das wird super hart im Midgame. Und jetzt sind sie wieder voll drin. Also voll. Mindstreak war viel wert. Der Morphling war noch mehr wert. Ne? Wir haben denen extrem viel Gold und XP gegeben. Gerade. Wahrscheinlich machen die jetzt Roche. Und wir müssen uns warm anziehen. Okay. Puh. Wir haben ein Spiel. Scheiße. Geh auf jeden Fall dahin. Okay. Um den Morph weiterspielen. Team plant einen Jump. Der Kampf war so ein guter Jump, da wusste ich, ich kann direkt Manta machen für Damage. Weil das einfach so gut war mit dem Nightstalker, der perfekt im Wald gewartet hat. Ich glaube, die hatten noch Blackhole Cooldown. Alter, wir haben ein Spiel, Leute. Jetzt sind sie wieder voll drin. Alter, er hat überlebt. Und das war auch wegen mir. Ich, tippitopp. Ich, hol diese DD. Und freue mich, dass ich mich wieder ein bisschen konzentriere in dem Spiel. Okay, ich tippe doch nicht. Ich gehe da einfach so hin. Mein lieber Scholli, Freunde. Bei dem Jump musste ich bei dir sein. Ich weiß, die BKB, ne? Aber Hauptsache es ist schnell. Wenn er mich dann nämlich auch stunt, am Ende kann ich mich dann gar nicht mehr bewegen. Bevor das Ding durch ist. Tome in Base of Someone Wants. Ich bin gerade 20, deshalb brauche ich nicht unbedingt Tome. Ey, und dafür, dass es spät Nacht ist, die Leute sind halbwegs Männer, ne? Also klar, ich weiß, All-Chat-Gelaber und so ein bisschen, aber ich hatte wirklich furchtbare Menschen, trotz BAVR-Score 10k in letzter Zeit, also. Agreed. Unglaublich ekelhaft. Manche Kommentare gewesen und so. Habe ich euch natürlich erspart, aber vielleicht sollte ich oft erst nachts um 2 spielen unter der Woche. Habt ihr da so eine Erfahrung? Habt ihr gewisse Zeiten, in denen ihr Dota meidet? Sagte ich jetzt irgendwann bei 32 Minuten, wo gerade kein Arsch zusieht. Aber würde mich echt interessieren, wenn ihr so No-Gos habt. Was ist mein nächstes Item? Ich brauche Stats. Ich brauche auf jeden Fall Stats. Vielleicht Silver Edge. Ich glaube, Silver Edge ist ganz gut. In dem Spiel. Erst den Crit, vielleicht sogar erst Shadowblade. Ich würde eigentlich gerne unten rauspushen. Naja, I push it out. Wir kennen Go-Go-Schweit. Ich muss hier schnell sein mit BKB. Land King and Race King are coming to you guys, maybe. Ah, easy dodge, Leute, easy dodge. Frage, ob ich das sogar hätte turnen können. Ah, es war mir zu heiß und der. Ja, der hat Jules und Force den Lichtmeiß bekommen. Das Team hat die dann natürlich gut gesandwiched, nachdem sie mich nicht bekommen haben und mein Team zeitgleich sie angegriffen hat. Na, die waren ja auch disconnected, die Gegner. Aber meins ist dafür zu tief reingerannt, wie mir scheint. Vielleicht kann ich noch ein bisschen aufschließen.
ein bisschen helfen? Ich könnte auch MKB gehen, anstatt Silver Edge. Auch ziemlich gut hier. Aber ich will so ein bisschen noch mehr defensive Mechaniken. Jetzt ein Invis noch, Repositioning. Ich habe nicht so Angst vor der Windranger. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Attack. Haben wir Roche gemacht? Yes. Ist Roche up, guys? Silent as Mist. Ich will jetzt nicht viel gegen 5 kämpfen, wenn der Zen King respawnt. Ich will jetzt einfach woanders hin. So. That was my thought. Ich check das jetzt, weil keiner antwortet. Ist nicht da. Kein Zeitgefühl. Und hab sowieso ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. My bow is drawn. Könnte noch ein TP kaufen oder zwei. Agreed. Also, MKB nach dem Silver Edge. Bin ich zwar trotzdem noch relativ squishy. Dagger wäre auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, ich mach's. I go in silence. Ich muss ein bisschen auf mein Positioning achten. Hat nur gehofft, dass er sein King sich da aufdeckt. Anderes Neutral. Ne, es passt schon. Silver Edge wäre wahrscheinlich etwas besser, aber ich lasse es dem Morph. Der Skadi hat Dedalus. Dadurch brauche ich auch nicht unbedingt Skadi. Ein Skadi ist gut in dem Spiel. Okay, jetzt geht's los. Scheinbar. Nee. Oh. Ganz. Oh, ich bin so schlecht. Mann, der hat noch Ulti gehabt. Fuck. Ah, wir sind aber auch immer greedy da mit dem Lineup. Ich meine, ist okay, ist okay. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ah, schlechtes Positioning von mir gewesen. Hat man voll gemerkt. Ich hab's auch gemerkt, ein Tick zu spät. Immer wenn ich gerade Manta drück, fast hätte ich den Zen King Stun damit gedodged, aber selbst dann, ne? Ach, da war. Obwohl, ah, wenn ich den dodge, vielleicht. Schwierig. Egal. Sie haben jetzt nichts mehr, sie haben keine Spells mehr, sie haben keine Ultis mehr. Und dadurch könnten wir wahrscheinlich die Rags, holen wir wahrscheinlich die Rags, ja. Ah, Fortify. Ah, ist trotzdem die zweite Lane, die können den nicht aufhalten, nur noch der WK lebt. Dreimal gestorben jetzt. Ich glaube. Gut gespielt, wäre ich eher zweimal gestorben. Vielleicht sogar nur einmal, tatsächlich. Zweite Lane down. Dieser blöde Teamfight von denen, ne? Wenn die dich da einmal jumpen. Und die wollen ja mich. Also warum stehe ich so weit vorne? Weil ich auch mal zuschlagen will. Das ist es halt. Weil ich auch mal zuschlagen will. Weil man mit Grow eben auch unglaublichen Damage-Output hat. Aber wenn BKB auf Cooldown ist, sollte ich es eben nicht machen. Und ich dachte auch, der Zen King macht hier schon Follow-Up. Deshalb habe ich da BKB direkt gespammt nach dem ersten Deserve, dem Scheckel oder was das war. Scheiße. Jetzt ist er nochmal rein, Alter. Fuck. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt mit der ganzen Aktion hier insgesamt. Bis zu dem Moment. Gibt gar keinen Farm, ist alles gepusht. Ich brauche kein Buyback, oder? Nee, sowas kaufen wir nicht. Sowas holen wir nicht. Bin gespannt, was das hier gerade für Ranks sind. So spät nachts suche ich ja auch immer länger, ne? Mal gucken. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich nicht so neu von meinen normalen Entschuldigung hält. Also die sollten die Model sein, die Leute. Zumindest die meisten. My bow is drawn. Your nightmare continues. My bow is drawn. Ja,
der ist draußen. Ja. Scheinbar. BKB gewastet. Aber lieber so. Also ich bin damit zufrieden mit diesen frühen BKB-Usages. So werden wir dieses Spiel gewinnen. Wenn die Gegner da nämlich sonst committen, dann kriegen sie nichts. Sterben alle. Und so haben wir ja auch gute Kills. Die Windranger ist schon wertvoll. Die werden da wahrscheinlich Sentries haben. Ich habe keine BKB. Mit Morph, Siege am Band. Okay, oder so. Ey, ich habe Kampf gut gespielt, Leute. Ich habe endlich einen Kampf gut gespielt. Nice, nice, nice. Einmal nicht getroffen worden von dem ganzen Scheiß. Und das Gast, Mann. Ja, Enigma hat keine WKW benutzt. Da war natürlich dann das Gast absolut ultra Premium. Schön. Hat Spaß gemacht. Ey, war ein cooles Spiel. War wirklich das beste Spiel, was ich seit sehr langem hatte. Und ich freue mich, dass ich es aufgenommen habe. Und es heute Nacht noch einmal probiert habe. Och, nö. Ey, ach, die hat Basher. Das habe ich vorhin nicht gecheckt. Ich dachte nämlich, Shackle, dafür war es ein bisschen zu kurz. Zu lang, der Stunt vorhin. Okay. Ja, das war Drone Ranger mit 13-3-2. Haben wir sehr schlechte Stats, sagt auch Dutta Plus da oben links. Dankeschön, dass das bis zu meiner Rot geblieben ist, sehr nett. Shoutout an den Morphling, habe ich ja schon gesagt. Der kriegt jetzt auf jeden Fall noch einen dicken Comment. Das war bestimmt ein ekliger Smurf oder sowas, ne? Der Morphling. Vielleicht können wir noch mal Candies rewallen. Ich habe noch einen Rewall oder so jetzt durch den Sieg. So. Ach komm, ich commende ihn einfach. Mit seinem Ogre-Kumpel. Und ja, ich commende tatsächlich alle. Ich wurde von allen commended, Leute. Die Menschen lieben mich, ich liebe die Menschen. Ivar war kein Smurf-Account, was ich sehr gut finde, sondern normaler. Und der hat echt gut gespielt, der Morph. Der Ogre war da noch, der mit seiner Mitte-Rotation war nice. Tier Nigma hat richtig gefailed. Also die hat in dem Spiel echt ja, wenig machen können. Und das war der WK. Oh, der WK war high-ranked, Leute. Das ist krass. Hatte auch 10-5 bis zum Ende. Super schweres Spiel für ihn gewesen. Und die Windranger war nur Divine 5. Und da bin ich ganz froh drum, weil ich glaube, hätte die noch ein bisschen mehr in der Mitte abgeliefert, dann wäre ich untergegangen. Ich habe mich da gerade so gehalten. Ich bin auch nicht so ein guter Mittespieler. Und ihr seht, ich habe trotzdem die Mitte verloren. Bei dem Matchup ist es zwar, glaube ich, recht klar, aber ja, war ich froh drum. Ich denke, das können andere Draws auf jeden Fall besser als ich in der Mitte. Ansonsten farmtechnisch, ja, ich war halt unter dem Morph, ne? Aber ich habe gut mitgehalten. Zwei Position 1 praktisch. Ich habe die ja wie eine Position 1 gespielt, die Duo. Nicht wie so eine aktive Mitte. Wegen unserem Lineup, weil ich damit auch durchgekommen bin. Und ja, so war der Graph. Wir waren schon eigentlich immer vorne. So hat es sich auch angefühlt. Aber erst so bei Minute 20 hat sich wirklich ein Unterschied abgezeichnet. Und dann hatten die Gegner ja noch ihr Comeback hier. Was dann im Endeffekt nicht gereicht hat für den Sieg. Sehr schön am Ende fand ich den Kampf. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt können wir noch mal hier ein letztes Mal Süßigkeiten rollen, glaube ich. Nee, nicht Geschenkebeutel, sondern der Bonbonladen. Hier, einmal noch Arcana. Tschüss. Danke fürs Zugesehen haben und bis bald, Freunde. Ciao, ciao.